Zweiter Tag im Trainingslager, das bedeutete zeitgleich erstes Testspiel für unsere Mannschaft und in Benidorm wartete Viktoria Pilsen. Das ist die Mannschaft, die unter anderem noch in der Champions League Gruppenphase gegen den FC Bayern München oder Barcelona ran musste. Die Tschechen im Moment in ihrer Liga auf Platz 1. Es war also gleich zu Anfang eine richtige Herausforderung für unser Team. Die erste Chance im Spiel hatte aber trotzdem der FCH. Kevin Sesser in der 24. Minute tankt sich da in den 16er rein. Am Ende fehlt aber noch so ein bisschen an Präzision. Und dass Pilsen internationale Qualität hat, das merkte man dann auch bei diesem Standard. Das 1:0 für die Tschechen in der 29. Minute. Milan Havel, der Torschütze, zum Führungstreffer. In der 41. Spielminute ist es dann die Kombination aus Kevin Sesser und Dennis Tomalla, die nochmal gefährlich wird. Am Ende reicht's aber auch hier nicht zum Torerfolg. In der Halbzeit wechselte Frank Schmidt dann gleich elffach und brachte unter anderem Andreas Geipel, der dann diesen Schuss losließ. Das Ganze in der 59. Minute, ein echter Strich. Und da konnte der Torhüter, wie wir in der Wiederholung sehen, nichts machen. Nur 5 Minuten später versuchte es dann Christian Kühlwetter, der kommt über die Außen wieder in den 16er. Die kurze Ecke aber dieses Mal zu, nicht das 2:1. Immer wieder Chancen jetzt für den FCH. Den Schlusspunkt der Partie setzte aber Viktoria Pilsen. Schon in der Nachspielzeit zwingen sie Vitus Eicher zu einer richtig guten Parade. Stark gemacht von ihm und damit das Unentschieden im ersten Testspiel des Trainingslagers festgehalten. Es war ein sehr guter Test für uns. 2x45 Minuten haben wir spielen lassen. Wir sind gestern erst angekommen im Trainingslager und gleich eine knackige Aufgabe. Wir haben Champions League gespielt, sind Erster in Tschechien und in der ersten Halbzeit haben eigentlich nur einmal gepennt und schon war der Ball drin bei einer Standardsituation. Hatten 3-4 gute Möglichkeiten in und um den 16er, aber soweit sind wir noch nicht, dass da die Frische und die Explosivität dann auch da ist, um die Chancen zu nutzen. Trotzdem war ich nicht unzufrieden in der ersten Halbzeit. Und zweite Halbzeit muss ich ein Riesenkompliment machen. Das haben sie sehr gut gemacht, sehr engagiert, viele Chancen rausgespielt. Und verdient dann auch den Ausgleich gemacht. Vielleicht verpasst in der Phase sogar in Führung zu gehen. Es gab genug Möglichkeiten. Und selber haben wir ja, wieder bis auf die letzte Standardsituation eigentlich alles gut wegverteidigt. Aber Vitus hält den, glaube ich, kurz vor Schluss. Somit haben wir dann, dann aus dem Spiel was mitgenommen. Nicht nur ein Unentschieden, sondern auch gute Erkenntnisse. Und für den zweiten Tag gleich so ein Spiel bin ich sehr zufrieden. Wir sind das 5. Mal im Hotel in Algorfa. Wir sind abgelegen, nicht am Meer wie viele Mannschaften, wie hier zum Beispiel in Benidorm, wo die Mannschaften sind. Haben unsere Ruhe, haben einen perfekten Platz, haben ein sehr gutes Hotel. Kennen die Wege, können in Ruhe arbeiten und das ist das Allerwichtigste. Man muss sich einfach mal überlegen, die Pause jetzt im Winter ist oder war länger wie die Sommerpause. Und das zeigt einfach, dass es wieder wichtig ist, einen Rhythmus zu finden, in die Abläufe reinzukommen, wieder schnell zu verstehen, was gut sein muss, wo man auch noch arbeiten muss, um dann sich die Wettkampfform auch zu holen. Das heißt, wir werden taktisch arbeiten. Standardsituationen haben wir heute wieder gesehen, wie wichtig die sind. Defensivverhalten, aber auch offensiv. Wir hatten halt viele Chancen in und um den 16er. Aber man hat gemerkt, dass da vielleicht die letzte Überzeugung, aber auch die Frische im Kopf, auch die Genauigkeit gefehlt hat. Das sind Dinge, die müssen wir uns wiederholen. Aber wir haben ja auch noch 2 Wochen Zeit. Und von daher, für den aktuellen Stand ist die Mannschaft, hat sie sich sehr gut präsentiert. Und ich hoffe, dass jetzt keiner gravierend angeschlagen ist, dass wir idealerweise morgen Nachmittag dann nach einer Regenerationseinheit am Morgen gleich weitermachen können.